Ein Versagen können wir uns nicht leisten, gab General Eisenhower 1944 bekannt. Diese Operation ist als Erfolg geplant. Mit dieser Erklärung wurde klar, was der D-Day bedeutete. Die alliierten Truppen wurden in Lastenseglern über den Kanal transportiert. Zusätzlich landeten tausende Soldaten in sogenannten Higgins-Booten in Frankreich. Diese amphibischen Landungsboote waren der Schlüssel zum Triumph der Alliierten am D-Day. Doch der Kampf um Europa hatte gerade erst begonnen. Und nicht alles lief nach Plan.